Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, zur Marktbesprechung am Mittwoch mit Gold, mit britisches Pfund, Schweizer Franken und dem Währungspaar Euro, Kandler und natürlich auch dem ein oder anderen Wunschmarkt an dieser Stelle. Und damit auch einen Dankeschön für die guten Morgengrüße hier auf Facebook und auch auf GoToWebinar. Freut mich wieder sehr hier zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer dabei zu haben und die Grüße gebe ich natürlich sehr, sehr gern zurück. Wir schauen, wie schon gesagt, heute auf den Goldpreis gestern. Ein neues Zwischenhoch im aktuellen kleinen Aufwärtstrend markiert und zack ging es in den Abverkauf. Wir schauen in den Chart, was hier möglicherweise auf uns wartet. Deswegen die Überschrift Gold nach dem Kurs nach dem Zwischenhoch ein Kursrutsch Fragezeichen wir gucken rein. Vorher natürlich wie immer der Risikohinweis bitte in Kenntnis nehmen in Gänze der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin der kann zu Verlusten führen und damit der Blick in die Nachrichtenliste heute auch nicht wirklich viel und lang auf der Uhr hier ich denke, das Wichtigste kommt heute Abend, das FOMC-Sitzungsprotokoll. Das gibt es um 20 Uhr deutscher Zeit. Davor um 16.30 Uhr. Die Rohöl-Lagerbestände aus Kanada bekommen wir um 15 Uhr. Nein, um 14.15 Uhr. Beziehungsweise 14.30 Uhr Daten zu den Baubeginnen bzw. Baugenehmigungen. Das vielleicht interessant für den einen oder anderen Impact auf die Währung. Wir haben ja heute die Währung mit dabei und die zehnjährigen jährigen Bundesanleihen. Gut, ich denke mal, die werden hier nicht so interessieren. Aber sie stehen mit auf der Liste. Deswegen heute auch mit aufgeführt. Ich blicke mal ganz kurz zurück in die Nachrichten von gestern. Jetzt muss ich mal kurz schauen, was da noch Wichtiges war, was es heute gilt zu erwähnen. Da gucken wir nämlich mal kurz auf die Rohöllagerbestände. Das haben wir ja in, den letzten, äh, in der letzten Woche auch gemacht. Das war so ein bisschen die Vorindikation zu dem, was wir dann mittwochs erwarten. Und da sehe ich gerade, wir haben hier einen Zuwachs von 11,9 Millionen Barrel. Das ist eine Menge. Eine Menge mehr als letzte Woche. Und. Auch ein ganzes Stückchen mehr als das, was wir in Erwartung hatten von der Seite her. Ja, schauen wir mal, was heute kommt. Öl auf alle Fälle weiter im Fokus der Trader. Und damit starten wir die Besprechung der Märkte. Und wir beginnen mit dem Währungspaar Euro-Kanadischer Dollar. Interessante Verortung, wie ich finde. Warum? Interessante Verortung, schaut's. Wir hatten hier die Situation, neues Trend hochgeschrieben, danach Abverkauf unten unter das letzte Zwischentief hier an dieser Stelle, unter diese Marke. Mal kurz gucken, wo das gewesen ist, das Low. Das haben wir hier in etwa um die 1,52,9 gesehen. Da gab es nach dem Hoch direkt zum Abverkauf. Dann gab es die Korrektur und was haben wir jetzt aus technischer Sicht? Wir rutschen hier runter. Technisch haben wir jetzt hier einen Abwärtstrand, der diesen letzten Aufwärtsschub rausgenommen hat, und wir sind verortet an diesem Level hier um die 1.521. Das ist ein Ausbruchsbereich gewesen. Ich zoome das mal kurz noch etwas näher zusammen hier. Schaut, das war ein wichtiges Level in der Vergangenheit und da kam es hier zu diesem starken Gap. Das heißt hier unten um die 1.521 ist ein sehr sehr starker Kaufbereich und wenn der mit dieser Trendbildung hier auch noch abverkauft wird, dann ist der Weg nach unten erstmal offen. Heißt also an dieser Stelle, wenn man da mal in den kleineren Trendverlauf auch reinschaut, ich mache mal ganz kurz das Ganze hier mit den vier Stunden, dann haben wir hier unten dran ein paar Marker, hier ist ein kleiner Kaufbereich unten das Low gewesen um die Marke von 151 was haben wir hier 150 130 hier dieser Bereich dann haben wir hier noch so einen kleinen Schwungbereich gut der ist jetzt nicht mehr ganz so wichtig um die 149 aber hier haben wir ein schönes Zwischentief bei 1479 an dieser Stelle und etwas tiefer noch ich muss bloß mal das Bild kurz auf Stream hier groß machen, dass man es gut erkennen kann. Wir haben hier unten drinnen das Schwunglevel um 1,479 und den Ausbruchsbereich um die 1,472. Das ist das, was wir im Stunden, nein im vier Stunden Trendverlauf sehr schön sehen können. Und hier sehen wir auch, ich zeichne das mal eben ein fürs Verständnis. Schaut's, hier ist der Markt noch mal runtergekommen und dann ging es auf nach oben hier schön angefangen rein nach oben zu trenden, kurz grün machen und dieser Trend hat sich halt schön nach oben fortgesetzt. Heißt an dieser Stelle hier, schaut es euch an, hier haben wir mit dem Trend angefangen, hier hat er schön nach oben getrendet. Dann hatten wir hier, wie schon gesagt, wie auch eingezeichnet, einen Bereich am Zwischentief und dieser erste Schub war halt wichtig, weil ihr hat hier ein wichtiges Zwischentief rausgenommen und dann Ging die Post so richtig ab? Hier oben das erste Zwischentief markiert, beziehungsweise hier oben das erste Zwischenhoch, das schöne, deutliche Große. Danach deutlich in die Korrektur gelaufen, noch einmal Luft geholt, nach oben das nächste Trend hoch markiert und hier sehen wir es in der vier Stunden. Ansicht sehr, sehr deutlich. Wir sind runtergerutscht hier unten rein. Der starke Schub lief unten drunter unter dieses Zwischenloch hier und dann hat es die Korrektur mit anschließender Trendbildung gegeben. Heißt also, auf dieser Seite schaut es euch an. Korrektur, sehr schön zu sehen im 4 Stunden Chart und jetzt sind wir zack rein technisch unter dieses Tief gelaufen. Das heißt aus technischer Sicht haben wir jetzt einen Abwärtstrend hier laufen und der kann sein Potenzial halt nach unten mit auskehren. Wie schon gesagt, wenn das die Marke hier bricht an diesem Supportbereich, dann haben wir hier im größeren Bild die Anlauflevel hier unten drin liegen, um die 147.9 bzw. die 147.2. Kleine Zwischenstation hier unten, dieser kleine Kaufbereich. Warum gucke ich auf solche kleinen Dinge? Auch für die kurzfristigen Trader ist sowas interessant. Da haben wir halt diese zwei Marken. Erst einmal hier, diesen kleinen Haltepunkt hier. Ich gehe gleich mal in die Stunde rein, da kann man es ein bisschen besser erkennen. Hier hat der Markt kurz innegehalten, das ist ein kleiner naher Kaufbereich und hier unten an dieser Stelle auch. Deswegen ähm, ist das für das kurzfristige Trading auch wichtig, wenn man solche Marker sieht. Schaut, hier haben wir nämlich den Bereich, wo der Markt hier angefangen hat, schön nach oben zu trenden. Und da haben wir hier halt einen Bereich, wo er innegehalten hat und hier ebenfalls. Und dann ging die Post so richtig ab nach oben. Deswegen für das ganz kurzfristige Trading sind diese Marken durchaus interessant. Interessant auch, was wir im Währungspaar britischer Fund, Schweizer Franken sehen. Das schauen wir uns zuerst einmal im Tageschart an. Jetzt muss ich nur den Chart hier finden. Da haben wir es. Guckt es euch an. Wenn man jetzt sieht, was haben wir übergeordnet? Übergeordnet haben wir definitiv, gerade wenn wir auch in die Woche blicken, wir haben definitiv einen abwärtsgerichteten Markt. Egal in welchen Zeitraum man schaut, Je nachdem, wie groß das Bild auch wird, hat man immer wieder fallende Hochs. Sehen wir hier Stück für Stück. Und wir haben definitiv fallende Tiefs. Auch Stück für Stück. Was wir jetzt hier sehen. In dem Wochenchart auch gut zu erkennen. Wir hatten hier einige zwischenlos auch aus der alten Zeit rausgenommen und korrigieren jetzt sehr, sehr stark nach oben. Und der Blick in den Tageschart, der verrät uns hier an dieser Stelle halt auch, schaut, wir sind hier ordentlich drunter gelaufen, ordentliche Dynamik auch. Hier haben wir auch den Abwärtstrend unten drinnen. Das heißt, hier den Skizziere ich mal ganz kurz, dass man es besser lesen kann. Hier geht es nach oben und dann kam hier der deutliche Schub nach unten. Und wir sehen es auch hier: geschwungen. Der Abwärtstrend ist jetzt da. Und jetzt sehen wir hier entsprechend die Gegenbewegung. Und die Gegenbewegung, die ist eben hoch das markiere ich ganz kurz mit einer Linie hier oben im Hoch, ist hier reingelaufen um die 1,20,9. Was war das Hoch genau? 1,20,861 ist das Hoch hier oben gewesen, also hier oben an dieser Stelle. Und seitdem geht so ein bisschen was in die Korrektur. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert? Wichtig ist Folgendes. Wir haben jetzt von dieser Kerze hier, die hier das Hoch markiert ist, den Top-Bereich und das Low. Und diese Kerze, da wir uns gerade innerhalb dieser Kerze auch befinden, ist jetzt ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, was sich hier bietet, weil das, was wir hier oben raus sehen, gerade der letzte Schub nach oben, das ist der kleine untergeordnete Aufwärtstrend, den wir sehen. Das können wir uns mal schön in der Stunde auch anschauen. Hier, da sehen wir diesen Auflauf schön nach oben. Schaut's hier, da ging es hoch, kurz runter und dann. Hat sich der Markt schön nach oben ausgearbeitet und läuft hier nach oben mit steigenden Hochs und auch schön den steigenden Tiefs. Und das, was jetzt wichtig ist zu sehen, ist einfach die Phase, was passiert hier hier unten bei 1,19,2 in etwa ist das Low dieser Tageskerze, die ich gerade gezeigt habe, und natürlich hier oben der Top-Bereich. So und momentan schwingt der Markt noch innerhalb dieser Kerze. Also ich hier, also wenn wir das mal nehmen wollen, also was hier wichtig ist, ist dieser Bereich hier quasi. Das hier, das ist der Bereich dieser Tageskerze und die ist noch verortet in dem Aufwärtstrend. Ich zeichne mal den restlichen, das restliche Stück vom Aufwärtstrend hier mit ein. Mache ich grün, damit man es gut erkennen kann. So, also da läuft es nach oben, hier oben rein. Das sind so die Schwünge, die wir hier sehen, dann wieder runter und dann der Ausbruch oben raus. Und hier unten haben wir sozusagen das letzte Trendtief. So. Hier in diesem Bereich unten drinnen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, das ging drüber. Also richtig korrekt gezeichnet wäre es sozusagen hier an dieser Stelle. Dort rein, hier runter und dort oben rein. Und da sehen wir schon, dass der Bereich vom Low, dieser Außenkerze, ein sehr, sehr wichtiger ist, weil wir hier in dieser Stelle schon jetzt leicht nach unten trenden. Und wenn sich dieser Trend nach unten hin fortsetzen sollte, ja dann wäre das ein Indiz dafür, dass wir hier die Umkehr der Nachfrage bekommen. Das heißt, das würde dann bedeuten, dass dieser Trend, der hier nach unten läuft, richtungsführend wieder wird in Richtung des übergeordneten Abwärtstrends. Und das ist eine wichtige Message, weil dann hätten wir tatsächlich die Umkehr nach, von oben nach unten mit dem Trendeinhergang. einhergang Hier sind wir schon leicht runtergelaufen. Jetzt fehlt es halt, wie geht es weiter hier oben rauf. Das ist mal das ganz, ganz klassische Short-Szenario. Das wäre das eine. Das wäre der erste Punkt, den ich hier an dieser Stelle gerne einfach mal beleuchten möchte. Das zweite, was ich beleuchten möchte, da muss ich jetzt allerdings mal hier die ganzen Grafiken rausnehmen, ist ein anderes Szenario, was ich durchaus äh, auch entwickeln kann. Es ist ein Szenario, das nenne ich äh, als, äh, für mich persönlich, das ist mein, mein persönliches Early Bird-Szenario. Wo kommt das her? Das kommt daher, dass ich aus solchen starken Kursanstiegen mit einer Korrektur innerhalb einer Flagge von Zeit zu Zeit auch die Chance ergibt, in einen frühen Aufwärtstrend reinzugehen. Das heißt an dieser Stelle deswegen das Ganze hier entsprechend noch Early Bird. Early Bird bedeutet hier an dieser Stelle wir haben innerhalb eines Abwärtstrends eine starke Gegenbewegung und hier haben wir so eine dynamische Abwärtsbewegung, die uns trendig gar nicht so viel nach unten zulässt. So, und jetzt haben wir hier die starke Gegenbewegung mit einer Flagge und eine Flagge nach einer starken Gegenbewegung, wenn sie nach oben rausgenommen wird, ist halt häufig ein bullisches Zeichen. Und deswegen hier der Early Bird. Wenn wir hier tatsächlich oben drüber fliegen sollten, dann haben wir einen Ausbruch aus einer Flagge und der hat die Chance, übers Zwischenhoch drüber zu laufen. Und wenn wir das haben, haben wir hier einen Aufwärtstrend, der durchaus Potenzial zur Oberseite hat. Wenn wir schauen, wo das Potenzial liegt, ganz, ganz klar auf der Oberseite. Und zwar, jetzt muss ich bloß mal ganz kurz hier noch diese Marke rausnehmen und hier oben draufsetzen. Da haben wir drei Anlaufbereiche, die wichtig sind. Erstens das Hoch, was wir hier haben. Da müssen wir drüber. Danach folgt dieser letzte Ausbruchsbereich, den wir hier, als das Ganze angefangen hat, nach unten schön weiter zu trenden, um die 1,22, eine Anlaufmarke auf der Oberseite, das zwischenhoch auf alle Fälle bei 1,23,35 und danach der Ausbruchsbereich hier oben bei 1,25,9. Das heißt, sollte hier tatsächlich eine bullische Aktion nach oben kommen, heißt das noch lange nicht, dass wir diesen großen übergeordneten Abwärtstrend rausnehmen müssen. Aber wir können dann durchaus. In die Ausdehnung der Korrektur auf Wochenbasis mit einem Aufwärtstrend auf Tagesbasis loslaufen. Und das ist interessant und das führt uns dazu, dass wir hier dieses Setup durchaus auf der Oberseite traden können. Also hier zwei Möglichkeiten. Der Markt wird uns entscheiden, wo er entsprechend hin will. Ob er nach unten will oder ob der Range-Ausbruch nach oben kommt. Wie schon gesagt, nach unten hin haben wir ja auch ein bisschen was liegen. Wir gucken hier nochmal kurz in den Stundentrend rein. Wenn der Ausbruch nach unten tatsächlich kommt, dann haben wir hier die Marker liegen. Die habe ich jetzt noch gar nicht eingezeichnet. Schaut mal, da müssen wir uns nur, das ich gucke mal kurz, ob wir es in den vier Stunden sauberer sehen. Ja, etwas sauberer sehen wir es. Deswegen gehen wir ran, wo sind Anlaufmarker? Also, wenn wir tatsächlich unten rauslaufen, haben wir die Anlaufmarker hier dran an den entsprechenden Tiefs, die wir zwischendrin gesehen haben, und das wären hier halt die Marker. Schaut hier unten rein, wo sie hin die Linie hier um die 1187 dann hier unten der nächste Schwungbereich, hier um die 1,1775 und dann hier schon diesen Ausbruchsbereich, den wir hier unten liegen haben, um die 1,1674. Die Marker auf der Chartunterseite, wenn sich hier doch die Bären durchsetzen und der Markt nach unten schwingen möchte. Da die Marker. So, das dazu. Und damit gehen wir in den Chart vom Gold. Aber ich möchte an dieser Stelle auch noch sagen, wer hier zuschaut, erst ein bisschen später dazugekommen sind, einige Zuschauer haben wir ja dabei, fragen bitte immer wieder gern einfach rein in die Chats. Ich kümmere mich sehr, sehr gerne darum. Und wir blicken jetzt in den Chart vom Gold. Gold ist ja gestern ordentlich auch nach oben performt. Und jetzt hatten wir gestern gesehen, nach dem Zwischenhoch, das haben wir geschrieben, um die 1674 Punkte. Und danach setzte der Kurs erst einmal hier ein ganzes Stück zurück. Tagestief hatten wir gestern um die 1642. Interessanterweise, und das finde ich halt eine spannende äh, Geschichte hier in diesem Bereich rum, wo sind wir gedreht? Schaut mal, wir haben hier oben um diesen Bereich. 1670 bis 1690 in diesem großen Schwungbereich haben wir hier, ich ziehe das mal ein bisschen fetter, diese Linie hier. Wir haben hier einen Bereich, wo der Markt nicht so richtig rauskommt. Ne? Also das heißt, wir laufen zwar immer wieder rein, prallen aber immer wieder von oben hin ab. Also das wird dem Markt da oben, wir sehen es immer wieder zu heikel. Nun sind wir allerdings an dieser Stelle auch verortet in einem Aufwärtstrend. Hier unten sehen wir ihn ja laufen. Der Trend hier ist auf Tagesbasis auch zu sehen. Er läuft nach oben sehr, sehr schön rein. Wie schon gesagt, das gestern war aus... Trendtechnischer Sicht einfach nur ein Zwischenhoch, wo wir in die Korrektur reinlaufen. Ob aus dieser Korrektur ein großer starker Abverkauf hier unten rein Richtung 1568 US-Dollar läuft oder nicht, das werden wir sehen. Auf alle Fälle sehen wir auf der Unterseite Potenzial und auf der Oberseite Potenzial. Und das schauen wir uns gleich einmal ja noch an an dieser Stelle. Also hier, worauf möchte ich hinaus? Ich möchte zum einen darauf hinaus, hier haben wir den Ausbruchsbereich. Wir sehen es hier um die, naja, ganz grob über den Daumen 1640 Dollar Marke. Also das ist mal der Ausbruchsbereich hier oben den der Markt gestern schon mal leicht angetestet hat und heute auch noch mal leicht reingelaufen ist. Kommt hier zum Bruch nach unten, also dieser, Kaufbereich sozusagen wird der Abverkauf, dann haben wir auf Stundenbasis einen validen Abwärtstrend, der dann die Korrektur nach unten einleitet bzw. fortsetzt und dann können wir uns durchaus zur Unterseite weiter umschauen, das ist das, was wir hier an dieser Stelle sehen. Ich möchte denjenigen, die hier zuschauen, auch gerne noch mal an der Stelle das äh, entsprechende Tool zur Trenderkennung auch mit anzeigen lassen. Das haben wir nämlich, jetzt muss ich mal kurz gucken. So wo ist er hin? Da haben wir es. Jetzt haben wir nämlich hier die Situation, dass wir untergeordnet halt schon wieder einen Trend laufen haben. Und das ist der, den wir hier sehen. Ich mache es mal ganz kurz rein hier. Schaut es euch an. Hier sehen wir runter, nach oben, runter, nach oben. Also wir sehen immer wieder die trendigen Schübe nach unten hin mit am Laufen. Und das ist das Interessante hier an dieser Stelle. Dieses Schwunglevel ist halt da. Und wir testen hier gerade mit diesem laufenden Abwärtstrend, den wir hier sehen. Diesen Ausbruchsbereich an dieser Stelle. Jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich das grüne Band hier auch erreichen kann. So, also hier an dieser Stelle, das hier ist sozusagen der Support-Bereich, und der wird gerade angetestet. Und wenn dieser Support-Bereich angetriggert wird und Durchschritten wird, dann gehen wir in die korrektive Phase und wenn wir schauen, wohin uns das treiben kann, dann sehen wir an dieser Stelle halt hier, schaut mal, das hier unten haben wir einen schönen, schönen Staubereich, der hat auch so einen leichten, runden Boden gemacht, um die Marke von über dem Daumen 1600. 8 US-Dollar und dann hier unten in diesem Bereich hier, schauen wir, da haben wir auch hier die Marke um die 1581 bis, wo haben wir es liegen? Hier oben 1582 in diesem Drehbereich rum. Da ist auch ein sehr, sehr schöner Anlaufbereich gewesen, ein Staubereich, wo man schön die Nachfrage reinbekommen hat. Also hier dieser Kursbereich. Und hier hat sich dann auch die trendige Formation im Anschluss ausgebildet, die hier die Bewegung, die letzte Bewegung gestellt hat. Und wenn wir sehen, wir laufen hier unter diese Marke drunter, dann sehen wir halt auch, das war hier mal ein Widerstand, der dann hier wirklich gekauft worden ist. Und deswegen ist das jetzt zur Unterstützung geworden. Und der Bruch dieses Level initiiert sozusagen oder bestätigt das Umkehrsignal, was wir gestern auf Tagesbasis auch gesehen haben, was die Einleitung der Korrektur vorantreibt und bringt dann natürlich die tiefer liegenden Level mit rein. Wie schon gesagt, aus dem Schwung. Bereich ganz klar die Level habe ich genannt und hier ist natürlich der äh, Richtigkeit halber auch noch das aktuelle Zwischentief hier um die Marke von 5, äh, 1500, Wo haben wir es liegen? Wir machen es mal ganz genau auf den Zähler 1574,93, äh, 93. Das war das Tief hier. Also gehen wir mal ganz kurz hier auf die 74. Das hier unten, das ist das Tief um die 1500. Hier unten dran, wartet hier. Ach, das ist immer so ein bisschen tricky hier unten. Also ganz knapp um die Marke. Jetzt haben wir es 68. Das ist das Low dieser Kerze. Da haben wir schon getroffen. Das ist der Schwungbereich. Das ist das Zwischentief hier und das wäre auch mal der Anlaufbereich. Sollte dieser Aufwärtstrend hier erhalten bleiben und wir in die Korrektur reinlaufen, der schöne Anlaufpunkt nach unten, äh, nach unten hin. Aber wenn wir nach oben drehen, haben wir Potenzial und das Potenzial ist auch sehr sehr schön erkennbar, nämlich wenn sich dieser Bewegungstrend, der sich hier so schön nach unten schwingt, irgendwann dann fortsetzt an irgendeinem Level. Potenzial nach oben ist halt da und das ist das Schöne. Und wenn wir jetzt aus der Korrektur rauskommen, dann haben wir den ersten Orientierungspunkt selbstverständlich oben am Trend hoch um die 1674 Zähler hier in diesem fetten Schwungbereich drinnen. Dann jetzt schalte ich nochmal mal um in den Tageschart wird es natürlich oben interessant, wenn wir tatsächlich hier. Laufen, dann haben wir bei 1703 das aktuelle Jahreshoch am Stehen und das Potenzial haben wir auf alle Fälle zur Oberseite. Also wir werden uns hier in diesem Bereich entscheiden, ob es hier zum Bruch des Supports kommt. Wenn ja, Korrekturausweitung nach unten hin. Potenzial ist da, ein ganzes Stückchen nach unten. Also hier ist einiges an Dollars nach unten mitzunehmen. Wir haben es hier unten 1568 auf Tagesbasis. Das Zwischentief bis dahin kann ohne Probleme korrigiert werden. Aber selbst wenn es nur bis zur Hälfte. Geht hier um die 1608-Dollar-Marke oder 1600 in diesem Bereich, da haben wir eine runde Marke dann. Das ist interessant, da ist genügend da, wo man schöne Trades mit absetzen kann. So, das zu den drei Handelsideen von heute. Jetzt schaue ich nochmal kurz in die Fragefelder. Da sehe ich momentan noch nichts. Das heißt, wir blicken nochmal kurz auf eine interessante Situation, äh, die ich gestern Abend beim Check der Märkte noch im US-Bereich gefunden habe. Das heißt, die geben ja uns auch so ein bisschen die Richtung vor. Und ich fand relativ interessant, was ich hier im SP 500 gesehen habe. Lasst mich hier mal kurz umschalten. Schaut euch mal an, was wir hier gesehen haben. Wir hatten ja in der großen Marktbesprechung am Freitag auch gesagt, wo möglicherweise potenzielle Anlaufpunkte in dieser Bärenmarktrallye sind. Und da hatten wir ja drüber gesprochen: so die Marke ist 2750 bis 2800 Punkte. Und schaut mal rein, was hier gestern passiert ist. Das war ja zur ersten Unterstützung, jetzt ist es zu einem Widerstandslevel geworden und wir sind gestern genau oben reingelaufen, leicht oben drüber und dann drehte der Markt rum. Und das ist jetzt wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte, die ich gerne mal auf der kleineren Seite mit anschauen möchte. Und diejenigen, die mich hier in der trendtechnischen Analyse schon eine ganze Weile verfolgen, die werden, die werden jetzt bestimmt schon wissen, worauf ich hinaus will. Ich mache es aber trotzdem. Guckt mal hier, was wir hier haben. Wir haben hier eine astreine Schulterkopf-Schulterformation und eine schöne Nackenlinie, Leute. Und das ist halt eine richtig geile Situation. Entschuldigt diesen Ausdruck, aber es ist halt immer wieder schön, wenn wir sowas an dieser Stelle sehen. Schaut mal, diese Nackenlinie, dieser Drehbereich hier, das ist echt richtig interessant, wo er verortet ist. Und da ist jetzt einiges an Potenzial nach unten. Da sollte der Bruch kommen. Ja? Ich sage hier an dieser Stelle nicht, der Bruch kommt. Ich kenne die US-Märkte mittlerweile lange genug, dass wir überhaupt nicht sagen können, ob wir tatsächlich unten rumdrehen ähm, oder nicht. Wir haben es in der Zwischenzeit ja oft genug gesehen, dass der Markt einfach mal tiefere Level angetestet hat. Hier, wie hier unten, schaut euch das mal an. Hier. Da haben wir ja auch so einen Drehbereich gehabt. Schaut euch das mal an hier an dieser Stelle. Da hatten wir sozusagen hier das Trend tief gehabt. Hier kein neues Hoch. Und was ist hier passiert? Hier hat der Markt mehrfach unten angelupft, ist sogar deutlich drunter gelaufen, nur um dann die Aufwärtsdynamik nach oben wieder fortzusetzen. Das heißt SKS hin oder her. Das kann genauso gut jetzt einfach hier unten wieder nach oben schnäpsen und wir laufen hier Richtung 2800 Punkte. Aber die Marke, die ist nun mal da, die haben wir jetzt hier. Und was wir halt auch schön sehen, ist, dass wir hier oben an diesen alten Hochs halt diesen Kaufbereich gehabt haben. Und dieser Kaufbereich, der wurde jetzt hier drüben schon. Eins, zweimal unterschritten, dreimal unterschritten. Also auch nach unten rausgetestet. Wir haben zwar immer wieder hochgedreht, aber wir sehen es halt, wenn solche Kaufbereiche mal abverkauft werden, dann könnte es durchaus Dynamik nach unten geben. Und wir dürfen nicht vergessen, wir stehen vor einem langen Wochenende. Da kann wieder viel passieren. Und da würde es mich auch nicht wundern, wenn wir hier die Dynamik auch nach unten sehen. Das heißt, es bleibt hier extrem spannend, was passiert. Und hier unten dieser Bereich in dieser Unterstützung um die 2630 Punkte Marke, der bleibt sehr, sehr spannend kommt ein Abprall nach unten, wird es interessant was hier am Zwischenhoch passiert das heißt an dieser Stelle, wenn wir hier drüber laufen dann haben wir die Chance, das alte Hoch hier oben anzulaufen, das Zwischenhoch wo haben wir es stehen, um die 2752 Zähler, ganz knapp äh, über den Daumen, nehme ich mal an hier oben, also dieses Zwischenhoch, das Tageshoch von gestern, schaut einfach ins Bild hinein dann seht ihr schon, da muss ich ja nicht den Punkt genau treffen, sondern das große Bild ist ja sehr sehr wichtig und wenn wir da drüber fliegen, Fortsetzung nach oben, Potenziale haben wir da noch einige, hier oben haben wir ja Schön, was dran liegen, aber die Umkehr ist halt wirklich sehr, sehr interessant. Wenn wir nach dieser starken Abverkaufskerze eine Bestätigung bekommen, dann können wir schon davon ausgehen, dass wir auch das Potenzial zur Unterseite ein bisschen ausreizen kann. Im DAX übrigens sieht es ähnlich aus. Den zeige ich an dieser Stelle auch noch mal ganz kurz. Hier, wenn wir hier schon im Live drinnen sind, gucken wir uns mal die Stunde an und da sieht man ein ähnliches Bild. Schaut euch das mal an. Hier. Nicht ganz so gravierend wie im S&P 500, aber auch hier. Was ist denn eine Schulterkopf-Schulterformation? Eine Schulterkopf-Schulterformation ist ja nichts anderes wie ein Aufwärtstrend, der ein hochgeschrieben hat, korrigiert, das End geschrieben hat, dann in die Korrektur geht, dann ein tieferes Hoch macht und dann den Abverkauf bekommt. Und wenn wir uns jetzt mal den Tageschart vom DAX hier anschauen, dann sieht der hier oben ähnlich aus wie gestern der S&P 500. Und hier unten haben wir das Tief liegen und das ist das, was wir in der Stunde jetzt auch schön sehen. Das heißt, an dieser Stelle hier haben wir die Schulterkopf-Schulter Schulter auch schon da, wenn man es mal so sehen möchte äh, oder kann in diesem Bereich. Aber die Grundformation ist halt da. Wir haben hier nochmal ein steigendes Hoch gehabt und hier die Ausbildung eines tieferen Hochs. Und wenn das Ganze nach unten getriggert wird, dann haben wir hier... Genau das gleiche Bild wie gerade im SP 500. Ich skizziere das noch mal ganz kurz an hier an dieser Stelle. Was ich damit meine. Das sehen die Bilder, die Grundbilder, die sehen nämlich gleich aus. Das heißt, hier, wenn man das mal so sehen möchte, das ist mal die erste Schulter. Dann haben wir hier drüben das Hoch, das Trend hoch an dieser Stelle, dann die Korrektur und dann dreht der Markt halt vorher um. Macht hier ein tieferes Hoch und wenn er dann nach unten entsprechend abtaucht, dann hat er die Chance hier eine SKS zu formieren und das Ganze nach unten voranzutreiben. Und das ist halt das Bild, was wir hier auch sehen. Und diesen Bereich, diese Nackenlinie in etwa, die haben wir im DAX halt auch hier unten um die, naja, sag mal, zwischen 10.100 und 10.100 und naja, knapp 70 Zählern hier in diesem Schwungbereich. Und wenn das nach unten rausgenommen wird, wenn wir das mal nach drüben sehen, hier, dass die SKS-Linie. Hier unten haben war auch noch ein Level, was wichtigerweise im Markt zu beachten gewesen ist. Hier, wenn wir uns mal den Chart angucken, das war das alte Kauflevel hier. Und das ist halt genau der Punkt, da, da, da ähneln sich diese beiden Charts im DAX und im SP500 sehr, sehr stark. Wir haben hier den alten Kaufbereich hier von unten war es der Widerstand. Hier sind wir drüber gelaufen und dann haben wir einmal angetestet, das zweite Mal angetestet. Und jetzt kommt es halt wirklich dazu, wenn wir drunter durchbrechen sollten, dann haben wir hier die Umkehr, aus welcher Name die auch kommt, spielt keine Rolle. Nur wir haben dann tatsächlich auch das Potenzial zur Unterseite da. Und wenn wir uns hier die letzte Bewegung nach oben auch anschauen, dann haben wir hier Deutlich Potenzial nach unten hin. Hier schauen wir, da haben wir einen Anlaufpunkt um die 1828 Punkte Marke. Mal zwischendrin liegen, beziehungsweise dann hier im weiteren Verlauf der Ausbruch aus dieser range um die 9650, also das ist alles im Mittelfristbereich. Dann haben wir hier unten dieses kleine Zwischendoch hier an dieser Stelle bei 9434. Also wir sehen, wir haben da genug nach unten hin zu tun und das wird spannend. Einen kleinen Anlaufbereich haben wir selbstverständlich zwischendrin auch noch und das wäre dieses kleine Zwischentief hier unten aus dem Trend nach oben, bevor der hier kam um die Marke von etwas unter 10.100 Zählern. Das zum DAX und zum US-Markt. Damit von meiner Seite her wieder ein herzliches Dankeschön für alle, die hier live zuschauen und natürlich auch alle, die das Video im Nachgang sehen. Allen gute Trades, einen schönen Tag und ich sage Bye Bye. Bis morgen. Empfehlt uns weiter und morgen dann vor. Ostern, der letzte Blick in die Märkte. Also einschalten um 8.30 Uhr, wie gehabt, diese Woche im Urlaubsmodus. Das heißt, den Blog-Eintrag gibt es aktuell per Video, den lade ich auch gleich hoch. Und danach, wie schon gesagt, morgen früh um 8.30 Uhr Rock'n'Roll, das letzte Mal vor Ostern. Wir schauen, wo es lang geht. Ich danke für die Zeit und sage Tschüss, bis morgen. Bye, bye.